Zu einem Brand kam es am Dienstagnachmittag in der Berliner Straße in Wolfhagen. Nach Erkenntnissen der Feuerwehr war vermutlich eine Friteuse Grund für den Einsatz. Bei eintreffenden Einsatzkräften drang schwarzer Rauch aus dem Gebäude. In der ersten Etage im Gebäude war eine Friteuse wohl in Brand geraten und hat das ganze Zimmer, die Küche, in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Wolfhagen und Philippinenburg war mit 45 Einsatzkräften sowie einer Drehleiter vor Ort und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Bei dem Brand wurde eine 49-jährige Bewohnerin verletzt und musste mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus nach Bad Arolsen gebracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurde. Nach Angaben der Feuerwehr Wolfhagen ist die Wohnung unbewohnbar. Über die Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.